Hallo und herzlich willkommen an Bord von diesem Schiff. Und wir steuern gerade mitten auf eine geheime Insel zu im Ägäischen Meer. Und heute besichtigen wir zusammen den Schwarzmarkt, den verlassenen Schwarzmarkt, den wir gemeinsam gebaut hatten in den letzten Folgen. So sieht der Hafen von oben aus, an dem wir anlegen. Und von hier aus werden wir dann auch die Tour beginnen. Und hier an dem Steg kommt man dann mit dem Schiff oder Boot an. Und dann hat man hier auch das Hauptgebäude. Und da sind auch die ersten Saurier, die einen hier begrüßen. Das sind Morus. Die haben sich hier breit gemacht über den Hafen. Aber man kann auch noch da hinten lang gehen. Hier ist nämlich noch einiges an Schutt, Käfigen. Und hier kann man auch, oder konnte man mal, alternativ auch mit dem Helikopter landen. Hier ist auch ein verlassener Helikopterlandeplatz. Und jetzt sind wir wieder hier bei dem Morus. Wir gehen jetzt aber mal hoch. Da sieht man dann auch schon die Burg. Und wir gehen jetzt zum Eingangsbereich von dem verlassenen Schwarzmarkt. Wir liegen dann vereinzelt auf Flugsaurier rum. Die können aber frei auf der ganzen Insel rumfliegen. Ich glaube, das ist jetzt ein Sungarypterus. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist der Eingang im Schwarzmarkt. Wenn man durch diese Tore geht. Wir können jetzt noch einmal runtergucken auf den Hafen. Da seht ihr nochmal den Helikopterlandeplatz und das Meer. Aber würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hinein. So sieht das Ganze von oben aus. Da fliegen wir jetzt mal über das Tor rüber. Und dann geht es für uns auch in Besucherperspektive weiter. Ist auch alles zerstört und am Qualm. Und natürlich laufen wir auch wieder Saurier rum. Das hier ist ein winziger Oviraptor. Kann ich mich denn eigentlich bücken? Ich weiß es gar nicht. Ah, okay, so. Ich spiele gerade mit Controller. Oh, wie hübsch der Kleine ist. Oh, und über uns fliegt irgendwas gerade. Weiß nicht, was es war. Oh, da. Das war der Quetzal. Ich habe nur den Schatten gerade gesehen. Sieht schon cool aus, wenn die hier so lang fliegen. Hier fliegen überall kleine Flugsaurier rum und auch größere. Aber hier sind zum Beispiel auch noch Lystros. Aber wir biegen jetzt erstmal hier links ab, würde ich sagen. Hier geht es nämlich hoch zu dem nächsten Highlight. Das hier ist nämlich eine riesige Burg, die von Atrociraptoren erobert wurde. Aber ich würde sagen, auch dort gehen wir dann mal hier rein. Oh, da ist einer rausgeglitscht. Den bringe ich nochmal schnell rein und dann gehen wir mal in die Burg hinein. Das kann leider manchmal passieren, weil ich halt keine Mauern gebaut habe. Und da sind wir dann auch schon. Werden auch direkt begrüßt von den Atrociraptoren. Hier geht es halt einmal komplett im Kreis. Sieht schon cool aus, wenn die hier so lang laufen. Hier geht es dann auch noch zu Hotelanlagen und sowas. Aber ich glaube, da können wir gar nicht reinlaufen. Ne, hier kann man leider nicht durch. Gucken wir gleich uns nochmal von oben an.
Jetzt sind wir auf der Rückseite von der Burg. Oh, da liegt auch nochmal ein Atrociraptor, sogar zwei. Machen hier gerade ein Nickerchen. Sehen echt böse aus. Aber wir gehen jetzt nochmal hier hinten runter. Dort ist nämlich noch mein alternativer Ankunftsort. Hier geht's einmal runter. Und dort ist dann auch ein Helikopter, wie ihr sehen könnt. Da sind wir dann hier nochmal an der Klippe von der Burg. Und dort sind dann auch immer die Leute, die in der Burg gewohnt haben oder gearbeitet haben, hier gelandet. Oh, da sind sogar noch Leute drin. Das kann ich leider nicht ändern. Bisschen unrealistisch, aber macht ja nichts. Und hier gibt es auch nochmal einen Gang, der direkt in die Burg führt. Also hier ist dann nochmal so ein unterirdischer Eingang in die Burg da oben. Hier ist man dann durchgekommen. Dahinter ist der Helikopter. Man kann ihn ganz bisschen sehen, da den Rotor. Und dann kommt man diesen Weg hier lang gehen. Hat dann nochmal einen schönen Blick aufs Meer. Und hier war dann der Eingang in die Burg. Natürlich nur hier mit Zahlenkombination kann man da rein. Und dann könnten wir hier dieses Stück noch langlaufen und dann hier wieder runter. Aber das sparen wir uns jetzt mal. Wir fliegen da jetzt einfach hin. Und da vorne ab an der Kreuzung geht es dann wieder in Besucherperspektive weiter. Hier sind wieder Oviraptoren und Lystros. Sind aber auch winzig. Sind übrigens alles die Dominion-Skins, die ich hier verwendet habe. Oh, guck mal. So ein süßer. Na, du kleiner Racker. Mach das nochmal. Komm, sei ein Feiner. Er wird er leider nicht machen. Aber dahinter kommt schon sein Bruder angerannt. Die sind echt süß, die Lystros. Das ist auch cool mit den Flugsauriern, dass die überall lang fliegen. Hier liegt auch wieder ein Oviraptor. Hier vorne ist dann auch ein Kran durch die Mauer gestürzt. Hat das alles zerstört. Und wir kommen jetzt auf einen großen Platz zu. Und dort ist einmal der Dominion Allo und der Dominion Kano. Ja, die beiden schreien sich an, aber scheinen sich zu verstehen. Aber ich habe logischerweise auch Dinosaurierkämpfe ausgestellt, damit die sich nicht direkt abschlachten. Ist halt so ein bisschen angelehnt an den Film hier, der Platz. Aber auch nur so ein bisschen. Ist auch alles zerstört. Dann haben wir auch noch ein Skelett im Käfig. Leider ein Spinosaurus, der es nicht geschafft hat. Der ist hier in dem Käfig verkommen. Sehr, sehr traurig. Das hier ist übrigens der Platz nochmal von oben. Achso, ich habe euch eine Sache ganz vergessen zu zeigen. Weil es sind dann auch einige zerstörte Pools. Also denen ging es ja schon ganz gut. Aber wir haben auch die Reichen von dem Schwarzmarkt gelebt. Und da oben waren dann die Türme von der Burg. Das Coole ist ja, dass die Flugsaurier auch auf diesen Malta-Gebäuden landen können. Landet der jetzt in der Burg? Oder was hat der vor? Sehr interessant. Na, was machst du, Quetzal? Okay, nee. Du landest auf der Klippe. Aber trotzdem sehr cool. So, wir springen jetzt aber zurück hier an die Stelle, wo wir aufgehört hatten. Dann auch viel Berg im Hintergrund. Aber wir biegen dann mal hier unten ab.
denn dort geht es dann für uns zu Fuß weiter. Genau an dieser Stelle. Und dann ist auch endlich das Piepen mal ein bisschen vorbei. Aber hier geht es dann auch runter über eine Brücke. Oh, wie schön still das gerade ist. Ich sprint mal den Weg jetzt hier lang. Der schlängelt sich nämlich einmal runter. Und dann kommen wir in den nächsten Bereich, wo halt diese Brücke ist. Und dort sind die Metrodons zu Hause. Vier Stück. Und auch noch einige Käfige. Und wieder viele zerstörte Gebäude. Aber wir schleichen uns jetzt mal an den Dimetrodons vorbei. Und versuchen mal über die Brücke zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob das geht in Besucherperspektive. Nee, leider nicht. Ach, schade. Aber uns kann das nicht stoppen. Dann fliegen wir halt einfach rüber. Die ist auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen zerstört am Geländer. So sieht die übrigens von außen aus. Der eine Pfahl hier ist auch ein bisschen schräg. Ich weiß, diese Kabel sind ein bisschen sinnlos, weil die hier nichts befestigen oder so. Das hattet ihr auch in die Kommentare geschrieben. Aber ich fand es trotzdem optisch ganz cool. Und da oben sind wir gerade hergekommen. Hier standen wir vorhin. Also den Weg sind wir gerade runtergelaufen hier und dann geht es da über die Brücke. Und da hinten, da ist der Allo und der Kano. Der Quetze fliegt ja auch noch wieder zur Burg. So, und wir machen auf dieser Seite weiter. Bleib jetzt einfach mal in dieser Perspektive. Hier geht es nämlich rechts jetzt auch nochmal hoch zu einer weiteren Burg. Oh, das ist sogar ein Dino. In Paririnosaurus. Hier ist dann auch nochmal so eine kleine Burg. Und da unten ist nochmal ein kleiner Platz. Auch mit noch weiteren Paririnos. Und Käfigen. Und vielen zerstörten Gebäuden natürlich. Ansonsten ist hier nochmal so ein kleiner Strand. Genau, das ist dann halt hier nochmal so eine kleine Nebeninsel, wo die Brücke hinführt. Aber dann würde ich sagen, check das mal von hier. Kann einmal rauszoomen, warum nicht? Also das hier ist die gesamte Insel, wo der Schwarzmarkt drauf ist. Aber einen Teil haben wir noch nicht angeguckt. Nämlich hier vorne. Da wartet nämlich noch der König der Insel. Da geht's hier lang. In den letzten Bereich von dem Schwarzmarkt. Und da kommt schon der König. Das ist natürlich der Dominion Giga. Wer soll es auch sonst sein? Und hier laufen auch noch viele Feises rum. Der hat auch einen sehr, sehr coolen Skin. Sieht schon böse aus. Zoom mal raus. Also das hier ist sein Gebiet. Hier habe ich halt mal so eine Mauer direkt am Wasser gebaut. Und hier gibt es auch ein kleines Easter Egg. Nämlich hat der Giganotosaurus hier mal
einen anderen Saurier durchgeschmissen. Deswegen ist hier die Mauer kaputt. Ich glaube, ich kann hier nicht durchfliegen. Nee. Genau, so mit der Maus können wir nämlich rein. Hier unten ist nämlich das Skelett vom Indominus Rex. Das heißt, der Giga hat mal gegen den Indominus hier gewonnen und den ins Wasser geschmissen. Und der ist dann hier verkommen im Wasser. Oh, die Silephites haben richtig Angst. Schnell die sprinten. Hier sind auch noch einige Frachtcontainer auch übereinander gestapelt. Und ein zerstörtes Aviarium. Da sind schon einige Löcher drin. Und auch noch Flugsaurier, die sind da auch drin. Barbaridactylus. Zwei Stück. Ja, und dann haben wir hier hinten nochmal das Ende vom Weg. Und das hier ist sozusagen der letzte Bereich. Das ist meine Insel im verlassenen Schwarzmarkt. Irgendwo im Ägäischen Meer. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ganzen. Und ich werde das natürlich mit Modliste für euch hochladen. Also ihr könnt euch das Safe Game gerne runterladen. Und die Insel auch mal selber dann begutachten, spielen, verändern, wie ihr möchtet. Schaut dazu gerne einfach in die Videobeschreibung. Dort findet ihr das Safe Game. Und falls ihr sehen wollt, wie ich das Ganze baue und das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr auch gerne in die Videobeschreibung schauen. Ich verlinke dort die Playlist für euch. Ich würde mich jetzt über ein Like freuen, wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.